Welcome to Rhine and Rouse, your favorite no-bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hey Caro. Hey Jones. Bist du bereit für eine neue Bettgeflüster-Folge? Oh yes. Aber nicht, bevor wir erwähnt haben, dass das Rhein und Raus Retreat 2023 gerade eben live gegangen ist. Und es gibt ein Retreat. Es gibt ein Retreat nächstes Jahr, weil wir keine Lust haben, wieder 40 Leute durch Griechenland zu karren. Und deshalb haben wir uns entschieden, einfach ein ganzes Tantra-Retreat-Center in Barcelona zu mieten. Yay! Und haben ein heftig steiles Programm geplant im September 2023 mit 20 Teilnehmerinnen eine richtig krass geile Woche zu verbringen. Sei einfach mal gesagt in der Folge, weil es die erste Folge nach dem Live-Gang. Du kannst auf reinundraus.com gehen, unter den Workshops findest du das Summer of Love Retreat und hast die Möglichkeit, dich zu informieren und dich zu bewerben, eine der Personen zu sein, die dabei ist. Und die Plätze sind jetzt schon heiß begehrt. Jetzt schon heiß geschnitten Brot. Nee, sagt man es so? Es geht weg wie warme Semmeln oder wie? Wie warme Steine im Herz oder so. Nee, wir können, Sprichwörter können wir nicht. Auf jeden Fall sind die Plätze begrenzt und wir freuen uns, wenn ihr kommt und euch bewerbt. Alright. Aber back to business. Wir haben natürlich wieder ein Boatload an Zuhörerinnen, Fragen, die ihr uns per E-Mail an die hello@reinundraus.com schreibt oder auch gerne wieder an die unsere WhatsApp-Nummer an die 0176 77 922 915. Da kommt ihr direkt mit einer Frage bei uns raus. Dieses Mal hat der Julian eine interessante Frage gestellt, die wir mal beantworten wollten. Und soll ich mal vorlesen? Du machst das immer so. Caro, du sagst gar nichts. Ich sag gleich schon noch genug. Hi Jones, ich höre deinen Podcast schon lange und häufig finde ich meine Themen in der Folge wieder und lerne viel. Jetzt befinde ich mich allerdings in einer Situation, die ich so noch nie hatte und suche deinen Rat dazu. Ich bin Anfang 30 und seit 2 Jahren mit meiner Jugendliebe zusammen. Was heißt das, dass sie 16 Jahre lang aneinander vorbeigegurkt haben? Ja. Who knows? Liebe kommt zurück. Vor ein paar Wochen haben wir uns verlobt und werden nächstes Jahr heiraten. Oh. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zukunft und stehe voll hinter der Entscheidung, mit dieser Person den Rest meines Lebens verbringen zu wollen. Seit der Verlobung hat bei mir allerdings ein totales Gedankenkarussell angefangen. Oder vielleicht ist das die bekannte Torschlusspanik, von der alle reden. What happened? Auf einmal kommen Gedanken auf wie, ich möchte doch noch so viel erleben. Oh. Zum Beispiel Sex mit mehreren Personen. Ich habe wohl irgendwie gedacht, dass ich das noch erleben werde, bevor der Ernst, in Anführungszeichen Ernst des Lebens beginnt. Jetzt denkst du sicherlich, dass wir ja einfach die Beziehung öffnen könnten und gemeinsam diese Sachen erfahren können, aber das entspricht nicht unserem Beziehungskonzept. Meine Verlobte ist konservativ erzogen, was ich sehr an ihr schätze. Sie ist ein toller Mensch, mit ihr kann und möchte ich keine offene Beziehung führen. Das ändert allerdings nichts daran, dass ich das Gefühl habe, aufregende Erlebnisse verpasst zu haben. Kannst du diesen Erlebensdruck nachvollziehen? Mhm. Caro, kannst du diesen Erlebensdruck nachvollziehen? Ja, also ich verstehe ihn, aber kann er nicht nachvollziehen. Nee, also es gibt ja viele Menschen und ich habe das auch schon im Freundeskreis, hatte ich auch schon solche Gespräche, also tatsächlich ähnlich wie beim Julian, dass es so ein bisschen, wenn die in einer monogamen Beziehung waren, auf einmal gesagt haben, oh Mist, irgendwie habe ich dieses wilde Party-Sex-Leben, was ich mir so vorgestellt habe, als ich 20 war oder so, hatte ich nicht. Und jetzt bin ich 30 und
gründe gerade eine Familie oder heirate und habe irgendwie so viele Sachen, wo ich dachte, ich erlebe die noch. Also genau, was Julian beschreibt, das habe ich schon häufiger gehört. Und ich glaube, das ist ein recht verbreitetes Phänomen, dass man irgendwie denkt, man hat Sachen verpasst einfach, oder? Denkst du, du hast Sachen verpasst? Voll, ich habe Sachen verpasst, ja. Echt? Ja. Aber die kannst du dann noch erleben. Du heiratest doch nicht und dein ganzes Leben für Kinder. Nein, aber also ich kann den Gedanken aus einer anderen Liga nachvollziehen, weil ich habe durch meine Pornohistorie in meinen 20ern nicht das erlebt, was die meisten in ihren 20ern erleben. Und deshalb bin ich jetzt der Hornochse, der ich jetzt bin und ich will erleben und so. Aber ich kenne den Gedanken, so, du nennst, hast ja auch oft schon auch gesagt, es gibt so die Schlampenphase des Lebens, wo man einfach sexuell hohl dreht oder einfach so eine gewisse Bucketlist abarbeitet oder halt was erlebt haben will. Mhm. Und ich denke, das hängt natürlich mit zusammen, dass wir eine sehr viel größere Bandbreite kennen, so Pornokultur, die Idee von Gruppensex oder von Dreiern, das ist ja kein in Anführungszeichen natürliches Bedürfnis, sondern es gibt ein Bewusstsein, Menschen machen so etwas und oh, ich bin jemand, der das noch nicht gemacht hat. Ja, und das ist ja auch irgendwie spannend. Man stellt sich das ja so total irgendwie ekstatisch vor, oder? Also ich glaube, das hat für viele, also gerade wenn man so Gruppensex oder also eine Orgie oder ein Dreier noch nicht gehabt hat, glaubt man, dass es irgendwie ja so eine Verschmelzung von Körpern ist und total sinnlich und keiner denkt an seine scheiß Erektionsprobleme, wenn es passiert, weißt du? Ja, klar, und irgendwie an ausgeschlossen werden, an die Aufregung davor. Eifersüchte, an Herzklopfen, an hey, warum kriegt die Person mehr als die, als ich? Und ich erinnere mich super gern an so ein Gespräch mit Lumen Dark, die so diese Another Orgy Workshops machen. Die Bea erzählt hat so, hey, keiner denkt drüber nach, wie es ist, wenn dein fucking Fuß bei einer Orgie einschläft. Weil alle denken so, ja Mann, ich bin Gott und ich stecke überall meinen Schwanz rein oder so, das ist so die Männerfantasie. Aber ja, ich meine, wir steigen schon ziemlich tief ins Thema ein, aber wenn wir, glaube ich, anfangen drüber zu reden, dann ist immer so das Bewusstsein, es gibt eine gewisse Bucketlist, die wird größer oder länger, je mehr Auswahl du hast. Und du hast halt einfach durch Pornhub und so extrem viel Auswahl. Und umso größer wird das Delta an Dingen, die du vielleicht noch nie erlebt hast. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Botschaft, die ich raushauen will, dass du wahrscheinlich, du verpasst eh 90% aller Möglichkeiten, die es gibt. Einfach nur, weil du nur ein Leben hast. Und ich glaube, wenn es dir wirklich wichtig ist, eine gewisse Bucketlist erlebt zu haben, dann kümmerst du dich drum und wenn nicht, dann selber schuld. Also ich, oder? So also denk ich auf mir. Jeden Fall. Ich meine, er ist ja jetzt quasi in diese Situation reingerutscht. Auf einmal ist er verlobt und es besteht die Möglichkeit nicht mehr, weil er sagt, das kann er, möchte er sich auch gar nicht mit seiner Frau irgendwie vorstellen. Ja. Wahrscheinlich möchte er das auch selbst eigentlich gar nicht, sondern das ist nur so ein, nur im Kopf so ein Ding. Ich habe dann eine To-Do-Liste und die muss ich abarbeiten, aber eigentlich will er das gar nicht. Und die Fantasie darüber ist viel schöner und aufregender. Und er muss einfach akzeptieren, dass das eine Fantasie bleibt. Und ich glaube, das hört sich jetzt erstmal traurig an, aber ich glaube, dass dann ist das immer so etwas, wie soll ich das erklären, eine schöne Fantasie, an die du denken kannst, wie das wäre. Das ist schönes Leid. Und kannst dich davon so, kannst dich daran nähren, weil Tatsache, man hat nicht einen Dreier, und der ist so, wie ich mir den vorgestellt habe. Vor allen Dingen, wenn die Fantasie schon lange besteht, ich möchte den haben und hab dann einen, dann ist es vielleicht eine große Enttäuschung. Okay. Und es ist doch schön, noch so einen Glitzer im Leben zu haben, findest du nicht? Du redest so alt schlau daher, aber mach mal Titten auf den Tisch. Wie viele Dreier hattest du in deinem Leben? Habe ich nicht gezählt.
Sorry. Einer, 10, 100, wo liegt die Wahrheit ungefähr? Oh Gott, Ja, hau. muss ich jetzt sagen. Ich habe sie nicht gezählt, aber es ist also Gefühlt? 20 oder so. Stück. Entschuldigung, das ist wirklich. Du bist gemein, dass du mich jetzt Ja. zwingst, eine Zahl zu nennen. Ja, Ja, egal, ich kann, Titel auf ich dem weiß Tisch. nicht, wie Du viele bist es eine waren. Motivation für alle Frauen da draußen, die denken, sie sind Schlampen. Du bist die Größere. Aber ist Ich gut. liebe es, eine Ja, Schlampe zu ja, sein, ja. wenn du mich so nennen möchtest, ja. Ja. Also, und du, ich meine, du sprichst aus einer gewissen Erfahrung, weil du hast gerade gesagt, und ich glaube, wenn ich es zusammenfassen würde, was ich glaube, was ich als Tipp geben würde, dann eine Fantasie von einem Dreier ist wenn man es noch nie erlebt hat, in erster Linie egoistisch. Also ich als Mann glaube, ich stelle mir einen Dreier vor, das heißt, ein Dreier ist automatisch für mich mit zwei Frauen, die natürlich sich nur um mich und meine Bedürfnisse kümmern. Natürlich. Das ist ein Stereotyp. Ja. Und also die Dreier, die ich erlebt habe, meine Erfahrung, das hat sehr viel mehr Dynamik und ist jedes Mal anders und nie so gewesen wie diese bübische Fantasie von, oh geil, zwei Pamela Andersons kümmern sich um meinen Schwanz. Und das ist natürlich die große, wenn man es nicht erlebt hat, ist es die große Heilsfantasie von der absoluten Befriedigung. Und du vergisst halt die Arbeit und die Komplikation und die Dynamiken und dass ich vielleicht nicht das Zentrum des Geschehens bin oder eher diene oder vielleicht gar nicht penetrativ. Ich meine, es gibt so viele Ebenen von Ich Dreiern, glaube, als bestimmt. Mann ist es, also jeder stellt sich ja mit zwei Frauen vor, aber ich schaff erst mal zwei Frauen, ganz ehrlich. Also das Ja, ist schon auch du musst ein, durchhalten du können. musst zwei Frauen bedienen. Ja, Also ja. natürlich tun die auch was für dich, aber letztendlich bist du das Zentrum dieser beiden Frauen und die wollen auch was von dir. Und ich glaube auch gleichzeitig ist da, das ist so, die Angst ist der Wunsch. Also es gibt auch gute Gründe, warum du es nicht erlebt hast. Und dieses ganze, boah, fuck, kann ich das überhaupt, halte ich das überhaupt aus? Weiß ich überhaupt, wie es geht? Das sind so die unbewussten Dinge, die dich davon abhalten, wirklich explizit diese Situation zu suchen. Unbewusst. Und ja, also ich denke auch so, holla die Waldfee. Also wenn ich jetzt einen Vierer habe und es sind drei Frauen, dann muss ich ganz schön schnaufen, um nicht zu kommen. Also, oder halt genug Pause einplanen und so weiter. Aber wir können ja gleich drüber reden, was so nach deinen 200 Dreiern die Sag Tipps sind, mal. die du hast an die Leute. Also, und ich meine, sorry, also real life, ich hatte vielleicht, ich glaube, ich hatte fünf Dreier in meinem Leben. Mein erster war ein Puff. Ich Du hatte, nickst so, war das jetzt ich eine nicke, weil ich das dir noch nie Reaktion? erzählt habe. Ja, stimmt. Aber mein erster Dreier war ein Zufall im Puff, weil ich hatte eine Phase, wo ich nicht mehr Pornos schauen wollte und habe mir geschworen, wenn ich zu geil bin und ich will mir einen runterholen, dann gehe ich ins Laufhaus und lasse mir für den Fuffi einen blasen. Und da war eine. Die hat dann gesagt so, hey, für einen Fuffi extra macht meine Freundin mit. Und ich so, oh wow, mein erster Dreier. Und Okay, wow. ja. Okay, und wie war's? Ja, anstrengend ohne Ende. Also irgendwie geil und die Fantasie war gut. Und ich meine, sie haben so vor mir gekniet und ich durfte so links und rechts. Aber die sind ja auch nicht dumm und haben dann zwischendrin immer eingefordert, dass ich das Kondom wechsle. Ja, wie es Weil. sich gehört. Ja, wie es sich gehört. Warum? Weil ich damals nicht wusste, ich kann mit dem pH-Wert von einer Muschi die andere Muschi versauen. Also, Ja, und klar. natürlich ist mit meinem Penis als Überträger auch ungeschützter Geschlechtsverkehr zwischen den zwei Vaginas. Na Zum klar, Beispiel. ja, Ja, aber klar. das wusste ich alles nicht. Ja. Und da dachte ich so, oder die Waldfee, also der Double Blowjob, da war das Geilste daran, weil der war ohne Gummi und halt mit zwei Mündern. Aber das ganze Penetrative, was man sich eigentlich so geil vorstellt, so yeah, ich oben, unten reinstecken, oben, das geht alles gar nicht, weil viel mehr Sexual Safety und Logistik dazu gehört. Ja, Logistik ist ein gutes Thema. Und bei den zwei war es ja noch dazu so, dass die 100% Dienstleisterinnen waren. Das heißt, die waren gar nicht investiert, unbedingt was rauszukriegen, wenn es jetzt ein privater Dreier Also du gewesen wäre. musstest die jetzt gar nicht befriedigen. Nein, Ja. das war für meine Ja. Befriedigung und zwar schon anstrengend. Ja.
Aber ich stelle es mir jetzt privat vor, wo die zwei Frauen explizit irgendwie Ich auch meine, hattest du ja ihre. auch schon. Kannst du Ja, ja klar, auch. aber da ist halt anders, weil in meiner Wahrnehmung in einem Dreier immer, es kann wechseln, aber es ist explizit immer eine Person im Fokus. Zu einem gegebenen Moment. Ja, klar. So. Ja. Muss man wissen, Ja. dass nicht immer dass ich das bin. Ja. Aber wir driften so ein bisschen ab, aber was wir damit eigentlich sagen wollen, Julian hat ja die Frage gestellt, fuck, ich heirate, jetzt habe ich die Bucketlist, what the fuck, was soll ich tun? Na, was wir beide schon beantwortet In haben. Puff gehen, ja. Einfach durchziehen. nein, bitte nicht auf Johnson, Ja. das nicht. Sondern da er das ja bis jetzt noch nicht erlebt hat, kann es gar nicht so ein Drang sein, das erleben zu wollen. Das ist ja so eine fixe Idee, weil er ein bisschen Torschlusspanik kriegt, wie er schon sagt. Er soll es einfach bei der Fantasie belassen. Weil selbst wenn er das jetzt noch irgendwie hinkriegt, das mit seiner Frau zu verloben zu besprechen, den Dreier nehme ich jetzt noch mit vorher oder sowas. Kann ja sein. Glaub mir, der wird nicht so, wie er sich denn vorstellt. Ja. Deswegen bleib einfach Und ich glaube, mit deiner ich meine, Glitzerfantasie. und ich weiß das aus verschiedensten Statistiken. Ich rede nicht zum, also es ist ewig lang her, dass wir über einen Dreier geredet haben bei Rein und Raus. Aber ich erinnere mich an Statistiken ganz generell. Dreier als Sexfantasie extrem hoch im Kurs Ja. und Dreier in Real Life sehr selten. Ja. Für die meisten Menschen ist eine Dreierkonstellation oder Orgie oder Vierer oder so ein Riesenthema, weil es so selten stattfindet. Ja. Also, das kann ja auch erleichtern, weißt du, vielleicht hat der Julian auch so die Vorstellung, jeder macht es außer ich. Und dann kannst du sagen, hey, Dude, nicht mal die Hälfte der Leute, die Fantasie haben, haben es jemals erlebt. Also entspann dich, Mann. Absolut. Und dein Penis, der denkt nicht drüber nach, wie viele Vaginen jetzt der gleichzeitig penetriert, weil du steckst immer nur in einer drin. Das ist die Wahrheit. Das ist eine Ja, Wahrheit. ey, Ja. das ist ein guter Spruch. Das ist die Wahrheit. Ja. Du Ja. denkst dir immer so, das wäre jetzt die Krönung deiner Sexualität. Nee, ist es nicht. Kannst du halt nicht teilen, Du kannst irgendwie nicht in teilen. Ja. ja. Also ein Dreier oder mit mehreren Leuten ist vor allem passiert in deinem Gehirn, aber nicht in deinem Schwanz oder in deinem Körper, weil faktisch bist du nur mit einem. Klar, du kannst währenddessen irgendwo drinstecken und gleichzeitig die Eier gelutscht bekommen und eine dritte Frau küssen oder so oder einen Mann. Aber dein Penis wird nur eine Erfahrung haben und das ist die. Ja, und es ist ja auch eine Überfahrt, also Ja. ne, wenn man so viele. Genau, aber zum Thema Dreier haben wir von der Pure Dating App mal eine Statistik bekommen. Das ist allerdings, das ist eine Dating-App, die auf anhand von Bedürfnissen und Fetischen und Kinks Ja. die Menschen vermittelt. Und das bedeutet, dass diese Menschen, die befragt wurden, also die Mitglieder Tendenzielle von Schweine sind Pure, so, ja. sind eh schon eher Ja. in der Kink- und Fetischrichtung unterwegs, Ja. so. Und die haben so von der Allgemeinheit vielleicht schon mal ein bisschen mehr Dreiererfahrung oder Orgienerfahrung. Aber da haben wir Ja. mal Also, ein paar Zahlen genau. bekommen, um das mal so einordnen zu können. Wie viele Menschen haben überhaupt Genau. Ja, Dreier? ich fand es super spannend, gerade weil die Statistik halt einfach zu der Frage gut passt. Ja. Und einfach mal so mehr als nur unsere verkorkste Meinung repräsentiert. Soll ich mal Ja, vorlesen? mach das mal. Also, Pure hat gefragt, 700 Menschen haben teilgenommen. Also, es ist repräsentativ fast schon, wenn man so von 1000 ausgeht, 700. Ob sie jemals einen Dreier hatten. Und 34% haben Ja gesagt, 61% Nein und 5% haben geantwortet mit, würde ich nie machen. Und das bestätigt genau das, was ich gerade eben gesagt habe. 61% hatten noch nie einen Dreier. Und das ist eigentlich so der Balsam für die Seele. So, hey, you are not alone. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht der Querschnitt der Allgemeinheit. Also ich bin mir sicher, dass das bei allen Menschen, auch die nicht diese App benutzen und sich in monogamen Beziehungen bewegen oder nicht auf Dating-Apps bewegen, tatsächlich die Prozentzahl noch höher ist, die keinen Dreier hatten. Ja. Also.
Von den 34%, die einen Dreier hatten, haben es 83% geliebt und 17% gehasst. Und dazu möchte ich auch was sagen. Das glaube ich nicht. Dass es Also, so viele geliebt haben. dass es so viele geliebt haben, glaube ich nicht. Ja, ich auch nicht. Weil das ist. Ist jetzt ein komischer Vergleich, was ich da machen, weiß ich nicht. Aber es gibt Situationen im Leben, die redet man sich. Ich wollte es jetzt gerade Im Nachhinein mit einer schön, weil ich Geburt hab's vergleichen, erlebt. weil Ja. aber im Nachhinein ist darüber zu reden und von zu erzählen, oh, ich hatte diesen Dreier und das war so spannend. Im Nachhinein ist das viel spannender und aufregender, als es in dem Moment war. Ganz sicher. Punkt. Und Safe. deswegen haben sie es geliebt, so viele. Aber Ja. das glaube nicht, dass es so Ich viele glaube, wirklich geliebt haben in dem im Moment. Nachhinein lieben es die Leute, weil sie so eine Ego-Geschichte draus machen von ich hab's erlebt. Ist genauso wie der Mile High Club. Come on. Ich habe ein Flugzeug gefickt. Wow, Hammer. Alle denken, es ist die Krönung, aber jetzt mal ehrlich. Ah, Ja, also okay. das, also im, ja, Say no da more. können wir auch noch mal drüber reden, aber das ist wirklich nicht erstrebenswert, genau. So. Lass mich raten, wie viele Prozent davon waren Frau, Frau, Mann? 47%. Gegen 35% Frau, Mann, Mann und 17% davon waren eine Orgie. Orgie, Definition, ich glaube, mehr als vier Leute. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die das definieren, Orgie ist mehr aber als drei ja, Menschen oder vier, glaube ich. Es gibt Dreier, Vierer und es gibt Orgie, so ne? meine Definition. Ne? Ja. Also, ich glaube auch Stereotyp. Ich glaube, eine Frau kann eher so eine Bi-Fantasie mit einem Mann erleben, und dann ist es Frau, Frau, Mann. Es kommt seltener vor. Ich glaube, das ist ein Männer-Homophobie-Ding, dass ein zweiter Mann dabei sein darf. Das ist entweder ein Eifersuchtsding, ey, Finger weg von meiner Freundin, oder hey, ich bin doch nicht schwul. Also ich muss ja sagen, ne, ich habe ja schon ein paar Dreier jetzt gehabt, ne, in allen möglichen Erzähl, wie Kombinationen. viele von deinen 2000 Dreiern Das hatten. sind immer mehr. Aber was ich noch nicht hatte, und man wird ja, ne, man erlebt es und dann hat Ja. man quasi, ich habe ja auch noch Sachen, wo ich sage, möchte ich gerne erleben. Und in Bezug auf Dreier hätte ich total gerne mal einen Dreier mit zwei bisexuellen Männern. Weil das hatte ich noch nicht. Be my guest. Weil dass auch die Männer miteinander Ja. aktiv werden und nicht nur, weil das ist eine ganz andere Dynamik. Also wir können jetzt auch noch mal drüber reden, wenn du möchtest, über die Unterschiede vielleicht mit Welche zwei Frauen Unterschiede? und zwei Männern und so. Hau raus. Du bist hier die Expertin mit deinen 20.000 Erfahrungen. Also Was ist für dich der Unterschied? also mit einer anderen Frau, einem Mann oder zwei Ja. Männern. Ja, zwei Männer wollen definitiv Gravierende. überall ihren Schwanz reinstecken und dich auf Ja, jeden ich Fall habe ordentlich was zu überfordern. tun, natürlich. Also ich hatte bedeutend mehr Dreier mit noch einer anderen Frau und einem Mann. Und ich glaube vier oder sowas Dreier mit zwei Männern. Und von den Männern waren auch beide immer, also hetero. Und haben es irgendwie gerade hingekriegt, dass sie zusammen irgendwie in einem Raum sind, so. Aber ansonsten, und nicht, dass sich die Schwerter kreuzt, wie man so schön sagt. Ich habe das auch immer nur mit Männern gemacht, die ich vorher kannte, weil sobald zwei Männer an einer Frau sind, ist man als Frau so ein Objekt. Also man kommt ja auch so ein bisschen in so einen Rausch. Und du wirst nicht mehr gesehen Du bist ein Stück Fleisch. als sexuelles Gegenüber, sondern die benutzen dich so. Und dann, das mache ich nicht mit Männern, bei denen ich nicht weiß, wie die reagieren, wenn die so ein bisschen in Rage sind, Ja, sag ich mal. verstehe. Und deswegen ist mir das immer wichtig, dass ich beide kenne, am besten auch sexuell schon. Und ja, wie gesagt, bei hetero Männern hat man halt ordentlich was zu tun. Das ist dann eher so ein. Ich finde es dann heiß, so begehrt zu werden, weil in dem Moment bin ich der Mittelpunkt so. Und dass sich zwei Männer an mir befriedigen, so, das finde ich heiß. Ist aber auch echt viel Arbeit so. Und man hat also wirklich so gefühlt in jedem Loch irgendwo was drinstecken. Also.
Ich stelle es mir voll, Ja. also ich stelle es mir gar nicht so entspannt vor. Entspannt ist es nie, ne. Super. Und Oder man muss als was? Frau da wirklich Spaß dran haben, Überfordert zu so, sein in gewisser ja, und so ein Weise. bisschen das Sexobjekt zu sein für die Männer, ja. Ja. Okay, also Deswegen würden wir wir. driften ab, weil Julian kriegt gerade wieder mehr Bock auf Dreier, wenn du das so erzählst. Aber, Naja, Frau, und. Frau, Frau, Mann. Ich überlege gerade, ich habe, fuck, ich habe nur Frau, Frau, Mann erlebt. Stimmt das? Ist relativ. Nee, ist relativ. Ich glaube, Naja, ich habe auch das. Frau, Mann, Mann erlebt. glaubst du? Glaubst, was Naja, heißt du hast glaubst? ja, ja, du hast gesagt, glaubst du? Ja, Weißt du ich so? müsste, ich hab die nicht so auf dem Schirm. Mir ist das auch nicht so wichtig. Ich merke einfach, ich halte nicht so die, oh, ich habe es genau gezählt, es sind 6,5 Dreier gewesen. Ja. Ist mir irgendwie scheißegal, ehrlich gesagt. Aber ich kann mich so erinnern, ah, stopp, da war noch ein Dreier, ja, stimmt. Weißt du, so, ja. Ja, was ist anders, Frau, Frau, Mann? Ich glaube, die Frauen haben mehr Spaß, sich um den Mann zu kümmern und haben vielleicht aber auch Spaß, so am Weiblichen zu tasten, wenn sie jetzt nicht wirklich explizit bisexuell sind, oder? Also mir machen Dreier mit noch einer anderen Frau viel mehr Spaß. Ja. So. Also natürlich super schön, wenn die andere Frau auch ein bisschen vielleicht so bisexuelle Neigung hat oder nicht abgeneigt ist. Also Ja. mit einer Frau, die gar nichts mit mir irgendwie mich nicht küssen wollte, hatte ich das hatte ich jetzt nicht. Und es ist auch immer schön, weil man ist quasi zu zweit, um den Mann ein bisschen fertig zu machen. Okay, Ja, wow. naja, jetzt nicht mehr, aber so, Ja. ich hab da mal Spaß dran, auch also an Den der Typ so zu Frau und fordern, so so ein ein bisschen bisschen Tag-Team zu heiß machen, machen und wir sind halt einfach gemeinsam, weißt, da haben ja. dann so, So eine Weibergang. ja, so ein bisschen, Straßenmädchen, ja, so ja. ein bisschen, Ja, spannend. Okay, ja. Julian hat einen Halbsteifen jetzt. Also es geht, die Folge geht schief, Mann. Es tut mir leid, aber wir finden eine Konklusion. Spannend trotzdem aber auch die Learnings aus dieser Statistik, die wir bekommen haben. Was sind positive Learnings? Klar, viele Hände, viele Münder, viele Berührungen. Du kriegst einfach, in dem Moment, wo du im Zentrum bist, kriegst du einfach mehr und das ist bestimmt das Geile daran. Die Leute finden es schön, vor zwei oder mehreren Leuten nackt zu sein. Okay, ja. Schön von zwei Leuten oral befriedigt zu werden oder auch oral zu Zu zweit zu geben. befriedigen. Ja. Kann ich auch nachvollziehen. Und die gleiche sexuelle Anziehung zu mehreren Personen. Das ist, glaube ich, für mich das, was mich so gekickt hat. Dass mein Dopaminsystem. Oh, links guckt und dann, oh, da ist noch eine, rechts guckt und das ist so ein bisschen steigert, dieses, ja, geil, volles All-You-Can-Eat-Buffet. So, Ja. ja. Ist es das für dich auch? Ja, voll, So, oh, jetzt kann total. ich hier essen und oh, jetzt kann ich da noch probieren und so. Ja, absolut. Ja. Also, ja, ich persönlich genieße total auch die Anwesenheit der anderen Frau, habe ich sehr viel von. So, Julian, jetzt kommt aber dein Balsam, weil es gibt natürlich schlechte Dreier. Natürlich, um Gottes Voll. Willen, Und ich ja. meine, hey, ganz ehrlich, also tendenziell würde ich jetzt davon ausgehen, wenn man 50-50 macht, es gibt tendenziell 60% schlechte Dreier. Meine Meinung. Keine Ahnung. Es gibt mehr schlechte als gute Dreier, wäre jetzt meine Ja, Interpretation. also ich zumindest, was heißt, also wirklich Nee, nicht schlecht, schlecht im Sinne von, aber jetzt okay, nicht hätten wir uns jetzt so, sparen ja können genau, kannst oder war du. jetzt gar nicht so besonders, wie ich Ja dachte genau, oder ja, so. ja war okay Ja. so. Ja. Wenn es Kacke ist, dann was war in der Statistik? Klar, wenn die Rollen ungleich verteilt sind. Oh, das ist mies. Ich habe jetzt keine Vorstellung, was es heißt, aber ich glaube, wenn jemand das Naja. Gefühl hat, so, ich wollte mehr und jetzt musste ich da weniger nehmen, oder? Nee, zum Beispiel. Also ich hatte auch schon häufiger Dreier mit Paaren. Und da gibt es verschiedene, das ist auch nochmal ein Unterschied, also ob ich jetzt selbst als die Dritte dazukomme zu einem Pärchen oder Ah, ich mit meinem Partner ja. mit einer Frau und Dreier. Wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Paar dazukomme und in der, das ist eine, ich glaube, das ist nirgendwo aufgeschrieben, aber eine ungeschriebene Regel ist, dass die extra dazukommt, dass sich am meisten um die gekümmert wird.
Also das Objekt der Weil, Begierde, so der genau, weil Bonus, die ja. kennen sich als Paar, die sind ein Paar. Die Ja, sind intim natürlich. miteinander und ich möchte nicht einem Paar dabei zugucken, wie die beiden Sex haben. Das ist nicht So. das Ding, was du davon haben willst, Und ja. deswegen wird das immer, habe ich bis jetzt immer so erlebt, dass die dazukommt, dass es Hm. immer am meisten um die ging. Hm, So. verstehe. Wenn jetzt aber, sagen wir mal, bei dem Paar, was ich besuche, der Mann sich denkt, oh, ich habe ziemlich viel Spaß daran, mit Caro was zu machen und so ein bisschen seine Freundin dabei vergisst und die, nicht, ich bin mit ihm Ah, dann wird die so zugange ein bisschen und abgefuckt sie und denkt sitzt dann so, da und dann fuck. macht er noch eine Stellung und sie sitzt immer noch daneben und küsst vielleicht mal mich und ihn, aber er ist ganz schön ein bisschen zu Investiert. investiert in Ja. also mich. Dann ist die Freundin, sagt auf, was ehrlich jetzt? So, was soll das? Andersrum, wenn das Paar dann auf einmal so ihr Ding macht und ich dann irgendwann auch keine Lust mehr habe, dann seinen Rücken zu streicheln oder sowas, Ja, okay. ist das, ja. Was noch? Keine Übereinkunft von Verhütungsmitteln kam in den Antworten vor. Ja, klar. Also ich denke jetzt, Hast du ja gerade eben schon mal erwähnt mit den ja, Kondomen. Nummer eins, ich denke auch, kann jetzt gut sein, was heißt Übereinkunft von Verhütungsmitteln? Das Paar, bei dem du hinzukommst, vögelt ohne Kondom, aber natürlich vögelt der Typ mit dir, mit Kondom, kann vielleicht ein Problem oder kompliziert sein. Ja. Und dann vielleicht, naja, lass uns doch alle ohne Kondom, ist doch okay. Weißt du, dass es solche Gespräche vielleicht gibt? Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es da hakeln könnte, wenn die Leute keine Übereinkunft finden. Dann natürlich findet da auch kein Dreier statt, das ist ja scheiße. Ja. Noch was kommt noch für einen schlechten Dreier vor? Der Mann kommt und die Frau nicht. Wow. Echt, Leute, Männer da draußen? Fertig. Erster. Ja. Also ich glaube, natürlich ist ein Dreier dafür da, um zu genießen und nicht, dass du irgendwie, dass drei Frauen dafür sorgen, dass du dreimal so schnell kommst, Mann. Aber ja, gibt es, hast du erlebt? Okay. Also tatsächlich schon, dass es vorbei ist, wenn der Mann gekommen ist. Aber das war häufig dann auch okay. Also er hat dann irgendwann war Ah. die Zeit dann auch dafür da und dann ist er gekommen und Und dann war dann es war es vorbei. vorbei. Jetzt aber nicht nach nee, 10 Minuten. Ich wurde jetzt bedient und jetzt seid ihr mir egal. Also. Und natürlich Punkt Nummer 4, der kommt mit einher. Der Dreier war zu aufregend oder halt zu schnell vorbei. Ja, und ich glaube, das passiert häufig. Die Gerade Leute denken, wenn. boah, ein Dreier, dann dauert vielleicht alles dreimal so lang und dann ist es halt doch nur ein regulärer Sex gewesen. Also. Ich glaube, der durchschnittliche Sex dauert so 3 Minuten oder so, Wie? statistisch. Ja. Drei. Durchschnittliche, Okay, du meinst aber der penetrative. ja. Genau, Also generell. jetzt Ja. ohne Vorspiel und Ich habe so. keine Ahnung, was Reine die Leute Penetration. daheim so machen, aber ja. Ja. Okay, gut. Tipps und Tricks. Also du mit deinen 200.000 Erfahrungsberichten, du kannst ja bestimmt Tipps und Tricks sagen, aber. Natürlich gab es auch aus der Statistik Tipps und ich fand die fucking witzig. Tipp Nummer 1. Bestell eine Pizza, die 1 Stunde später kommt, damit es eine erzwungene Pause gibt. Das Richtig ist guter total, das Tipp. ist eine richtig gute Idee. Ja. Ja. Das ist fast schon ein Game. So, wie lange können wir vögeln, bis der Typ kommt mit seiner Pizza? Ja, weil, also wir reden jetzt nicht von Penetration, Sex reinstecken, 1 Stunde lang vögeln und dann, also das, Ja, klar. sondern das ganze Spiel, ja, Ja, so. der Abend, Genau, und die das Welle reiten Aufregen, und genau, es kommt so. dazu und tatsächlich ist es total schön, auch mal zu unterbrechen und zu sagen, ey, ich mach mal kurz eine Pause, lass mal kurz einen Drink Ein nehmen, fucking Fuß ist eingeschlafen, zum genau, mal eine Kippe Beispiel. rauchen, wenn du rauchst oder, und dann ist es total die witzige Idee, eine Pizza zu bestellen, weil dann eine Pause erzwungen ist, dann isst man was noch mal weiter. Ja. Richtig cool. Und dann gärt der Teig in deinem Bauch weiter und alle müssen pupsen und der Sex ist vorbei und Okay, so. wow, echt. Also, Ja. Also naja, es sind nicht alle glutenunverträglich. bestell euch eine Pinsa, die ist Ja, fertig gegoren. Tipp Nummer 2, trefft euch zuerst an einer Bar. Ja, logisch, ich glaube, dieser Moment, sich zu dritt zu verabreden und dann sitzt du da auf der Couch wie so drei Hühner auf der Stange.
Bescheuert, oder? Ja, ich meine, der Tipp ist ja einfach nur schaff am Anfang irgendwie ein Ambiente, dass der Einstieg leichter fällt. Also sich jetzt irgendwie ohne Musik ins erleuchtete Wohnzimmer zu setzen und dann, Geil, okay, Mann. jetzt so, wo fangen wir Ja, an? warum liegt hier Stroh? Ja, genau. Genau, oder Ja. mach Drinks, komm erstmal an, Ja. quatsch ein bisschen, das ist damit gemeint, ja. Drei, keine Erwartungen haben. Ach, kill your ego. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also, wenn ich nicht mit dem Frame reingehe, dass ich einfach nur Genuss oder Spaß haben will, wenn deine Ernsthaftigkeit und eine Erwartung von was das will ich haben dranhängt, dann ist, glaube ich, jeder Sex prädestiniert zu scheitern. Meiner Meinung nach. Ja, Die Dinge laufen eh nicht absolut. so, wie du Also sie planst, das ist also ein ja, Tipp fürs Leben, ja. für jeden Sex. Mit viertens mit Kuscheln anfangen, finde ich ein bisschen schräg, aber also ja. Du findest, Naja, du weil ich meinst, denke so, das hey, überhaupt zu normal. äußern. Ja, genau. Okay, ich wollte Ja, gerade sagen, es ist ja. schräg zu kuscheln. Ich steck direkt Direkt trocken, rein. ja. Also ja, natürlich fängt man erstmal Ja. mit ein bisschen mal ein paar Und Berührung an. fünftens, hey, niemanden außen vor lassen, was natürlich wieder das gleiche ist wie die Rollen ungleich verteilen. Ja, kill your ego. Ich glaube, einfach nicht davon ausgehen, dass jemand die Prinzessin oder der Prinz ist und alle kümmern sich jetzt, sondern dass es einfach Flow ist, wo der Fokus immer wechselt. Und mal Ja. einen mehr, dann die andere weniger, dann gehe ich aufs Klo, eine rauchen, lalala und so, dass es eher Aber so auch ein eigentlich Fluss ist. Rauchen ist eigentlich Nein, das war eklig. jetzt. Ich weiß, Ich habe ich ihm auch habe Rauchen gesagt. gesagt, weil ich nicht, gehe ich wegen meiner Pizza furzen sagen Oh, wollte. Baby, echt jetzt? That's Also, it, du ja. bestellst keine Pizza, Nein, wenn du einen Dreier Pinsa, vorhast. Pinsa. Ja, okay. Aber ich möchte noch Ja, jetzt kurz. der Julian ist komplett zerstört. Jetzt, der wird nicht heiraten wegen dieser Folge. Ach doch. Das ist bleibt einfach eine schöne Also, Vorstellung. Wir haben doch Julian. gerade, wie kompliziert ist es, einen Dreier zu haben, haben wir Ja, doch gerade also alles. Julian, die Rollen sind ungleich verteilt, die Leute haben keine Übereinkunft von Verhütungsmitteln, der Mann kommt, die Frau nicht. Es ist zwar aufregend, viel zu schnell vorbei. Unterm Strich, Lohnt sie deine nicht. Vorstellung von der Sache ist glorifizierter Wahnsinn aus deinem Pornogehirn. Und wenn du es erlebst, dann bist du einerseits hast du einen Haken an deiner Bucketlist und andererseits kannst du sagen, ja, okay, war es das wirklich jetzt? Also habe ich mir. War das so viel Glück, wie ich es mir davon versprochen habe? Wahrscheinlich nein. Also, du wirst es auf deinem Totenbett bereuen oder nicht bereuen? Ich bin nicht sicher. Nicht wirklich bereuen. Du Nein, bereust nur das, was du halt nicht das ist weißt. eine Erfahrung, die man haben kann und die schön sein kann, aber die man nicht machen muss. So. Und was ist mit den Menschen, die aber gerne mal einen Dreier haben und nicht in der gleichen Situation stecken wie Julian? Ich glaube, was noch spannend zu klären ist, wie komme ich überhaupt zum Dreier? Ja. Oder wie bist du denn zum Ja, mit Dreier? Geld. Okay, das ist ein Weg, sich das erkaufen. Ja, Weil in wie vielen spontan. Situationen ergibt sich das einfach so? Das passiert ja so gut wie nie. Das Witzige ist, ich habe kaum einen Dreier erlebt, der geplant war. Okay. Also bei mir hat es sich Ja. tatsächlich ergeben und ich dachte, oh fuck, es passiert, wie geil. Also, meine ist jetzt Ja. meine Story, aber Aber sagen wir mal so, die Voraussetzungen waren trotzdem ich wollte schon. gerade Luft holen und sagen, es gibt ein Setup. Es gibt Voraussetzungen. Also, natürlich, sexuelle Menschen in einem Raum sind schon mal die Grundvoraussetzungen, dass Dinge passieren können. Ja, und dann vielleicht schon mal mindestens eine Person, die dir sexuell zugewandt ist. Genau, ja, absolut. Also ich meine, ja, definitiv. Puff, erzähl von deiner Erfahrung. Also es klingt so, als hättest du mehr Erfahrung, die Dinge zu konstruieren. Ja, also hatte schon solche und solche, aber ich habe auch mich schon explizit für Dreier getroffen. Ja. Also das Ja, machen. du hast dich getroffen. Wie geht das? Naja, ich habe zum Beispiel eine Affäre von mir. So. Aber habe ich dann irgendwie länger nicht gesehen und der hatte dann eine Freundin und die haben sich gedacht, ach,
Wir möchten gerne mal ein Dreier haben. Es gibt übrigens viele Paare, die das haben möchten, Dreier mit einer anderen Frau und haben dann Lust auf ein Einhorn, auf eine Frau, die bereit ist, mit den beiden zu schlafen. Und da es das so vermeintlich selten gibt, werden die Einhorn genannt, die Frauen auf jeden Fall. Hat er mich gefragt, so, ach hey, Caro, so, kennst du mich noch? Ich habe jetzt übrigens eine Freundin, hättest du nicht Bock, so. Und ich habe gesagt, ja, zeig mal ein Bild. Nee, aber so läuft es. Du bist halt knallhart. Also das denken viele Leute, okay, Und wow, dann, welche Workshops macht Caro eigentlich? Ja, nee, das, aber also, und ist ein es Standing. gibt nicht, also das ist jetzt nicht so unüblich, ne? Also, Was? das, ja, Du hast gerade dass gesagt, das dass so, Einhörner nicht so üblich sind. naja, aber es ist nicht so unüblich, dass Paare, also über Joy Club zum Beispiel, Naja, jetzt kommen wir zum. Ja, klar, es gibt schon Seiten dafür. Und auch übrigens auf der Pure Dating App wird das auch, passiert das auch. Und dann habe ich gesagt, ja klar, lass treffen. Und dann war ja klar, ich werde mit denen Sex haben. Und wir haben uns dann, wie diese Tipps waren, nicht in der Bar getroffen, aber jetzt sind nach Hause, haben wir erstmal irgendwie einen Drink genommen, uns nett unterhalten. Und der Typ hat sich dann irgendwann, wir saßen auf der Couch, sich so zwischen uns gesetzt und so, na Mädels und so ein bisschen. Oh Gott, das kriegst du mir schon ein bisschen schlechter. Und hat dann irgendwie den ersten Schritt gemacht und mich geküsst. Es gibt auch andere Situationen, da habe ich dann mit der, also wenn ich jetzt mal bei dem Paar bleibe, erst die Freundin geküsst und dann hab ich mit ihr ein bisschen gemacht und so das Ganze angefangen einfach. Aber ja, das ist eigentlich ein normaler Abend unter Freunden und dann hat man halt ein bisschen Spaß zusammen und dann ist es tatsächlich auch nicht so ein, wir ziehen das jetzt eine Stunde durch und dann sind wir fertig, sondern das ist eher so ein einfach netter Abend mit Sex irgendwie zu dritt. Ja. Und das Okay, ganz. ja. Also, Julian. Der arme Julian, aber also, Wie wir die Kuh vom Eis kriegen hier. aber für die, die vielleicht noch ein Dreier vorhaben, ist das dann doch mal. Das ist wirklich so, ich spule mal zurück, und so 10 Jahre, und da ist so ein Dreier so, ich habe es noch nie erlebt, ich weiß nicht, wie es geht, unfucking erreichbar. Ich weiß gar nicht, wo ich damit hin will, aber es gibt in der Wahrnehmung, wenn man es noch nie erlebt hat und generell jetzt aus seiner E-Mail auch rausgehört, eher konservativ auf heiraten und wir wollen Zweisamkeit aus, ist es halt echt ein großes, ich nenne es Delta, da ist so ein großer Abstand zwischen meiner inhärenten Fähigkeit und dem, was es bräuchte, um einen Dreier an Start zu bringen. Also das Setup. Keine Ahnung, der Freundeskreis vielleicht sogar, der explizit sexuell ist oder halt einfach weiß, du bist eine Person, die tendenziell für ein Dreier zu haben wäre. Das sind so ganz subtile Dinge, die mit reinspielen, dass die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass es irgendwann stattfindet. Und wenn du jetzt, und deshalb, ich tendiere wirklich dazu, so, hey, Dude, es gibt professionelle Escorts da draußen, wenn es dir eine Herzensangelegenheit ist und du, keine Ahnung, schon 10 Jahre bei einem Konzern arbeitest und dir einen Arsch voll Geld gespart hast, hey, dann kauf dir das. Dann kauf's dir. Meiner Meinung nach ist eine saubere Aktion. Es gibt kein schlechtes Gewissen gegenüber deiner Frau, sondern es ist ein abgeschlossenes Ding. Du bezahlst gutes Geld für professionelle Sexarbeiterinnen, die dir einen Dreier bescheren und du kannst befriedigt sterben. Also ist doch die Also, Wahrheit. Ja. Ich glaube, dass wenn du aus einer Nichtgewohnheit kommst und so eine Nummer abziehen willst, das wird dir nicht per Zufall über den Weg laufen. Du wirst oder nicht so in zwei deinem. beste Freundinnen, Ach. die dir, wenn du weißt, die stehen vielleicht beide ein bisschen auf mich. Ja. Also, ich habe super gerne mit Freundinnen. Das ist so eine Gemeinschaft, so wir Mädels. Du bist da ein bisschen creepy anders als die meisten Nein, es Menschen da gibt viele Frauen, die, draußen. das stimmt überhaupt Ja, nicht. okay. Ja. Also am Ende, Julian, über 60% von einer Dating-App haben es nie erlebt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass 80% der Normalbevölkerung das nicht erlebt haben.
Honestly. Ja. Ja. Dass genauso 80% der Bevölkerung darüber fantasieren und es nie erleben werden. Und wenn es dir wichtig ist, dann findest du Wege. Und wenn es dir nicht wichtig ist, dann heiratest du und dann finde deinen Frieden damit. Und sei okay damit zu Ja. wissen, ey, es ist nicht der Gipfel der Sexualität. Da gibt es so viel. Du kannst mit deiner festen Partnerin so viel Tiefe erleben, was ein Dreier niemals schaffen würde. Und das kann man nicht gegeneinander aufwiegen. Das geht Ja. nicht. So. Meine Meinung, da bin ich prüde und sag so, hey, das ist nicht das Ich bin da auch Wichtigste. kein Maßstab. Ja. Ich Mit deinen. versorge dir den guten Tipp hier an den Mit. Julian, aber ich bin da wirklich kein Maßstab. Ja, du mit deinen 2 Millionen Ja. Dreiern, das ist brutal. Ja. Ja. Ja, Thema könnt ihr echt viel drüber reden. Ja, Macht as you Spaß. can see, 45 Minuten. Tut uns leid da draußen. Ich hoffe, vielleicht hat es was gebracht. Ansonsten war es einfach ein Stream of Consciousness über Sex zu mehren. Ja, schreibt uns. Wenn ihr noch ein paar Tipps braucht oder so, über Falls Dreier, dann schreibt ihr gut aussehende, attraktive Menschen seid, meldet euch bei uns. Die Chancen erhöhen sich exponentiell, wenn man bei einem Rein-Raus-Event dabei war. Auf jeden Fall. Weil ich meine, 20 horny Leute, die experimentierwürdig ein Wochenende verbringen, what the fuck? Natürlich, ja. Das ist billiger als eine, Independent Escort und die Chance ist genauso hoch. Also hey, check rein und Naja, raus.com. also nicht, dass ihr jetzt denkt, dass Nein, aber das die ist dann Chancen ja. mit anderen Ja. werden erhöht. Ja. Rein und Man könnte raus.com sich für alle kennenlernen. Workshops. Ja. Alle unsere Workshops sind potenziell gefährliche Waffen für Dreier, muss man wirklich sagen. Auf jeden Fall, aber die Skills kriegst du auf jeden Fall mit. Die Skills und die versauten Leute kriegst du mit und Wir sind auch da. wenn die Caro dabei ist, dann alles hoch 1000. Ja. Okay. Caro, as you can see, time is over. Ja. Ab ins Bett. Ja. Gute Nacht. Ciao.